Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Mr. Stereo Trader Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen pünktlich um 8.45 Uhr zur Börseneröffnung der deutschen Märkte begrüßen. Ich bin gespannt, was der Markt heute bringt und was der Dirk uns zu zeigen hat. Von daher, bei dem schönen Wetter springen wir direkt mal zack, zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, wie jedes Webinar auch. Dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie keins des gleich gezeigten oder gehandelten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Das ist immer ganz wichtig, vorweg zu sagen. Denn am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz gleich, was der Dirk auch macht. Ja, das ist das Regulatorische vorweg. Von daher würde ich sagen, Dirk, wenn du ready bist, dann darfst du. Ich bin da, wenn was sein sollte. Ansonsten viel Erfolg und viel Spaß. Ja, bleib bei mir. Du musst mir Händchen halten. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Ich fühle mich sonst so alleine. So, sieht's aus. Jetzt habe ich ja gesagt, ist fertig. Ne? Jetzt ist irgendwie... Mal gucken. Mal gucken. Sieht aber, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, ja. Also ja. Zumindest die Technik, wie ich aussehe, steht auf dem anderen Blatt heute. Ich habe gedacht, ich mache es heute mal ohne Hemd. Oh, ich muss ein bisschen Anstand noch zeigen, noch ein bisschen weiter zuknüpfen. So, weil immer Hemd ist ja auch langweilig. Ja, Moment. So, jetzt geht's aber. Ich hoffe, das ist so genehm, trotz allem. Wie gesagt, mir hat die Optik heute nicht hergegeben. Sage aber an der Stelle natürlich hallo und herzlich willkommen heute zum Markteröffnungswebinar mit meiner Wenigkeit von FX Flat und dem Florian. So, der Florian hat gesagt, er ist heute die ganze Zeit da und hält mir Händchen. Du kannst auch gerne mal reingrätschen, wenn du willst. Ne? Du musst nicht immer still da so daneben sitzen. Das ist völlig okay. Ich muss es nur ganz kurz, warte mal, hat er jetzt hier, nicht, dass der jetzt wieder irgendwo an falscher Stelle aufpoppt. Hier waren die Fragen mal kurz. Ja, natürlich macht er das. Immer da, wo es nicht hin soll. Gibt keine Logik. Man sieht die Fragen bei dir auch nicht, selbst wenn du die siehst. Ja, wenn ich OBS übertrage schon, ne? Das ist ja das Problem. Dann schickt er die immer nämlich dahin, wo er sie nicht hinschicken soll. Okay. So, aber jetzt müsste es halt zumindest wieder gehen. Es ist wahrscheinlich mal kurz aufgeploppt. Aber überlebt man ja höchstwahrscheinlich auch irgendwie. So, also Köln, das Wetter ist schön, wahrscheinlich sonst überall auch. Ob das dann an den Märkten auch so ist, das werden wir irgendwie gleich mal rausfinden. Und ich hoffe, dass ich heute nicht wie die beiden letzten Male den komplett statistischen Ausreißer wieder fabriziere, weil das war ja wirklich die letzten beiden Male. Also das erste Mal, das kann nicht wahr sein, da habe ich halt wirklich, das ist jetzt schon irgendwie über einen Monat her, gesagt, okay, man kann ja einmal Mist bauen. Und beim letzten Mal habe ich keinen Mist gebaut, aber der Markt hat dann wirklich eine Bewegung hingelegt, wie sie in der ganzen Geschichte vom DAX noch nie gegeben hat. Also von der Strecke zwischen Open und Close an einem Tag war statistisch absoluter Allzeitrekord. Und ich war auf der Suche nach Short. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn der Markt dann nur long geht. So, und hoffe ich mal, dass wir das heute irgendwie dann halt ein bisschen besser eingefangen kriegen. Ich starte auch mal im Daily dieses Mal. Also ich hoffe, euch geht's gut und wenn ihr irgendwie was loswerden wollt, jederzeit gerne hier in die Fragen, in den Chat einfach reinschreiben und wenn das irgendwie reinpasst, und dann gehe ich natürlich auch drauf ein, aber natürlich freue ich mich immer, wenn ihr euch nicht ganz totstellt, sondern ab und zu auch mal einfach ein Lebenszeichen von euch gibt. So, ich gehe mal rüber auf das Hauptbild auf den Daily, in dem ich in letzter Zeit mehrfach oder verstärkt unterwegs bin. Muss man, glaube ich, aber auch, weil wenn man sieht, wie der Markt teilweise unterwegs ist, mit welcher Wohler, das ist natürlich, da hilft es nichts, wenn man dann irgendwie im kleinen Timeframe dann halt die Ziele versucht zu suchen. Das hier war der Dienstag, der besagte im DAX hier, ne? Also diese Kerze hier. Ja, die war schon, ne? Also wie gesagt, diese Strecke zwischen Open und Close, die gab es einfach tatsächlich noch nie. Und ja, ist natürlich dann schwierig, wenn man hier unten anfängt, Short zu suchen und der Markt dann halt auch im H1, ist ja wirklich auch nur nach oben geballert und dann zum Schluss hier so einen kleinen Dochting gezaubert und das war es dann. Aber gut, so ist das halt manchmal. Dafür gibt es ja Statistik und solange es Ausreißer sind und eben damit auch Ausnahmen
sind es halt auch nicht die Regel. So, also, so sieht der Markt aus. Ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, wir brauchen oder wahrscheinlich sehen wir im DAX halt nochmal die 14.800, einfach von dem Prinzip her, ne, weil wir hatten halt hier oben mehrfach halt Support, also genau drauf einmal hier die 14.807, dann hier so leicht drüber geschwebt und dann ist das Ding halt gebrochen. Und es gab hier durchaus eine Rückbestätigung davon. Das war natürlich auch dann der beste Short-Einstieg, den man hätte haben können an der Stelle. So, und dann hat er hier unten an der 12.600 etwa gedreht. Das war auch die einzige Linie hier dazwischen, die ich halt überhaupt gehabt habe. Also ne, diese Abteilung hier von da nach da und dazwischen war nur Luft. Und deswegen gab es da auch ein paar Tage gar kein Update hier im DAX, im Tageschart, weil halt einfach nichts war. So, und dann hat er tatsächlich da unten auch noch gedreht. Und zwar auch ziemlich heftig. Und wie man mittlerweile sieht, sind es fast 2000 Punkte tiefer. Das ist natürlich echt alles schon monströs. Und ich habe es ja im letzten Mal auch schon gezeigt. DAX-Tageskerzen, da ist da oben, das sind DAX-Tageskerzen. So, das kennt man eigentlich, ja. So, die Dinge hier, die winzig aussehenden Dinger, die aber gar nicht so klein auch wiederum sind, dann kommt halt sowas, ne? Da muss man natürlich auch schon irgendwie sich drauf einstellen. Ansonsten ist es dann halt wirklich problematisch. So, weshalb nochmal die 14.800? Klar, weil es halt eben hier natürlich rein von der Wirkungsumkehr natürlich der Punkt ist, an dem die ganze Geschichte hier gestartet ist. Nämlich einfach, muss mal gucken, ob das Ding hier an ist. Mein Screen Brush. Hoffen mal, dass es geht jetzt und nicht irgendwelche komischen wilden Sachen macht. Ja, doch geht. Ja, weil das hier halt einfach nur mal der Punkt ist, so sieht man es ein bisschen genauer, ja, wo die ganze Reise halt losging und wo es unten dann auch nicht mehr weiterging. Und deswegen ist das natürlich so der interessanteste Punkt hier oben. Und alles dazwischen ist eigentlich nicht so wahnsinnig interessant, weil dort wird sich dann ja dann auch entsprechend entscheiden, ob das Ganze jetzt dann halt wirklich ein Dip war und wir nochmal da oben rauslaufen und auch die Geschichte hier sprengen, ja. Also das heißt hier diese abfallenden Hochs oder ob wir nochmal runterlaufen. Und das hier dazwischen ist so ein bisschen Nirvana, ein bisschen schwer zu fangen. Was ich mir generell halt gedacht oder gewünscht hätte oder immer noch wünsche für heute, ist, dass wir einmal hier nochmal den und die Nummer hier testen. Das ist ein bisschen doof gezeichnet. So, also diese Geschichte hier, ne? Das heißt, weil hier sieht man, also es steht ja einfach nur in diesem Außenstab dann der Gegend rum und da kam mal halt irgendwie kleineres Tief, gestern dann mehr oder weniger nichts. Und da könnten wir durchaus nochmal hinlaufen. Das wäre dann halt auch passenderweise der SMA 20 im Daily. Wenn wir das machen, ist natürlich, sieht erstmal tief aus, irgendwie bei 13.900 und irgendwas, sind 400 Punkte. Täte aber jetzt auch nicht wirklich weh, ne? Auf der anderen Seite heißt es aber auch, sollten wir da rauflaufen, 14.800, die werden wir jetzt natürlich nicht in der Eröffnung machen, ist halt auch klar, aber ich finde es halt wichtig, den Überblick dann auch zu behalten. So, und das heißt, dazwischen, ne, das sind so die beiden Geschichten, die wir meines Erachtens halt hier haben. Ich mache das mal anders. Die beiden Geschichten, das heißt also einmal hier oben das als Widerstand und das hier unten als Support. Und dazwischen eher seitwärts. Ne? Das sind natürlich 800 Punkte, aber macht halt schon Sinn, denke ich, das von dieser Seite her zu betrachten, weil hier oben halt einfach, beziehungsweise hier dazwischen jetzt auch sonst nichts ist. Also das halt im DAX. Im DAO ist es ganz ähnlich, aber im DAX müssen wir trotzdem gleich mal gucken, auch nach der Stunde. Im DAO ist es ganz ähnlich. Vom Tageschart her, gehen wir hier mal rüber. Da hatte ich ja gestern gesagt, wir setzen einmal hier unten möglicherweise, also entweder erst rauf oder erst runter, das muss man halt sehen. Bei einem Montag haben wir gesagt, hier EMA 200, der war halt ganz gut zur Orientierung hierbei. Ne? Und da sieht man auch, das hat er gestern auch gemacht, einmal da irgendwie, klar, ne? Daily hat natürlich dann ein bisschen Luft, aber vom Prinzip her passt das zu dem, was ich gestern im Blog geschrieben habe, dass wir erstmal, wenn wir runterlaufen, dann wäre das halt hier so der Bereich, wo er sich Support suchen könnte. Ansonsten, wenn wir hochlaufen, wäre es hier oben die gestrichelte Abteilung. Warum? Natürlich das gleiche Prinzip. Das heißt, wir haben halt hier auch, ne, da sieht man ja, das war die letzte Geschichte, wo es halt nach oben gegangen ist und bevor dann irgendein der größere Rutsch
kam. Und das liegt halt genau zusammen hier mit der gestrichelten. Und das wäre halt auch im Weekly, wäre das halt auch die letzte Hürde, ja, um den Trend halt dann eben auch wieder zu drehen, beziehungsweise den Short-Trend zu knacken, ne? Da liegt halt hier oben einfach der Punkt. Deswegen ist das natürlich durchaus auch relevant. So, die Pfeile hier stimmen natürlich so nicht ganz, aber vom Prinzip her dann tatsächlich ja lustigerweise schon. Also einmal hier, einmal die Geschichte hier, ne? Das wäre halt das, worauf es halt wirklich ankommt im Weekly. Und im Daily fehlt eigentlich gar nicht so viel. Das heißt, da musst du jetzt eigentlich nicht unbedingt runter, sondern wäre dann auch irgendwo meines Erachtens eher zu suchen, wo wir hier halt long reinkommen, weil wir stehen hier in diesem Außenstab. Wir haben den schon hier unten getestet. Wir stehen hier über dem Bereich, der es halt eigentlich ist, nämlich über diesem letzten Hoch an der Stelle. Also hier dieses, jene. Das ist das letzte Hoch, beziehungsweise der letzte Widerstand, der hier getestet wurde von oben. Und deswegen könnte der eigentlich nochmal halt problemlos da oben reinlaufen. Da haben wir auch ein kleines Gap. Und ich finde der DAU ja auch immer ganz besonders gut. Und von daher würde das schon Sinn machen, da raufzulaufen. Ist nur die Frage, wie kommen wir dahin? Aber runter eigentlich nicht eher. Eher nicht unbedingt, ne? Vielleicht hier ein kurzer Dip unter das Tagestief, das ist möglich. Aber das muss man halt mal sehen, wie der Markt das heute irgendwie anstellt. Beziehungsweise wie ich mich dann auch anstelle mit dem, was der Markt macht, was auch immer er denn da tut. So, gehen wir mal eine Etage tiefer. Hier im DAX auch mal ein bisschen Zeit haben wir noch auf die Stunde. Und da sieht man, da kommt irgendwie gerade schon relativ viel Motivation irgendwie um 8 Uhr nach oben. Das ist schon relativ deutlich hier halt auch. 70 Punkte ist jetzt, haben wir schon mehr gesehen. Klar, keine Frage. Die Tageskerze sind auch gerade irgendwie relativ kurz wieder. Relativ, muss man sagen. Bei 70 Punkte, die jetzt hier ungefähr gelaufen ist, von der 14.300 auf die 374, ist halt auch nicht wenig, ne? So. Und da kann man sich halt auch, glaube ich, ganz gut orientieren einfach an den Hochs, die da halt sind, die hier auch eingezeichnet sind. Übrigens ist das neue Add-on. Was wir demnächst auch offiziell releasen werden. Ne? Hier hat man einfach nur eine einfache Übersicht über den Trend, der da halt gerade läuft. Da ist ja danach gefragt worden. Das heißt, ich habe hier einmal den Haupttrend vom angezeigten Timeframe und einmal hier den, der da drüber liegt. Ne? Und man kann auch hier zum Beispiel halt eine Ungenauigkeit noch mit dazu einstellen und so, dass nicht explizit jedes Hoch genau genommen wird, sondern halt so ein bisschen Fuzzy Logic. Das heißt also so ein bisschen mit Rauschen mit einkalkuliert und dann hätten wir hier beide tatsächlich gerade erstmal Short. So, und das heißt, also der D1 wäre Short, die Stunde wäre Short, die Stunde ist, wenn man wie gesagt es nicht ganz genau nimmt, wäre die sowieso eigentlich gerade Short. Und hier sieht man halt, wir haben aber hier, wenn man es halt ein bisschen kleiner macht und dann haben wir hier gerade so einen kleinen Aufwärtstrend, der aber halt hier oben nochmal an die Grenze von dem Short stößt und deswegen sind wir hier bei der 14.225. Deswegen müsste die auch eigentlich richtigerweise in Rot dargestellt werden, weil das ist natürlich, ne, hier auch der Widerstand, sieht man, den gilt es dann erstmal zu knacken und dann auch dieses Hoch rauszunehmen. Deswegen dürfte das wahrscheinlich am interessantesten sein, da jetzt erstmal hinzulaufen. Ne, ist auch nicht wirklich weit, 60 Punkte. Und wenn man halt jetzt das mal irgendwie zugrunde legt, dass auch hier um 8 Uhr die ganze Geschichte schon irgendwie 70 gelaufen ist, dann kann er zur Eröffnung natürlich auch 60 laufen. Vorausgesetzt, die Richtung wird beibehalten. Ne? Das ist natürlich klar. Dirk, Ja, bitte. hast du die Fragen zwischendurch im Blick, Ja, ich bevor habe du jetzt jetzt gerade gesehen, gleich? ob ich den Okay. D1 freigeben kann. Das kann ich Absolut. gleich machen. Ne? Also ich gucke jetzt erstmal hier die Eröffnung an. Ich mache das aber irgendwie gleich noch. Also den H1 kann ich mal kurz freigeben, auch für die, die eben, wie gesagt, kein Abo haben. Das kann ich auf jeden Fall mal machen. So, und dann gehe ich nämlich gleich mal rüber. Ich gucke nämlich mal hier ganz kurz drauf, ob ich den hier sofort eingetütet kriege. Beziehungsweise halt hier erstmal dargestellt. So, ich gucke nur schnell, ob hier alles stimmt. So, ich bin sofort mit dem Bild wieder da. Alright, gut.
So, da sind wir. Also, wie gesagt, da unten ist halt jetzt auch nochmal, ne, ist ja das gleiche Bild wie das, was ich da gerade eingezeichnet habe. Ja, das heißt, hier wäre jetzt halt schon der Sprung halt möglich. Ich würde den mal versuchen, hier mitzunehmen mit einer kleinen Position. Mal gucken, ob das gelingt. Ob wir halt da oben rauskommen oder eben nicht. Ja, skalieren würde ich den jetzt erstmal nicht, falls er noch irgendwie Lust hat, tiefer anzusetzen. Und ansonsten wäre dann halt hier die 14.425. Ja, da oben wäre auch genau der Pivotpunkt. Und das wäre schon denkbar, dass wir das machen. Was mich so ein bisschen stört, gut, das ist jetzt halt relativ nah, ist, dass wir hier den Kassaschluss von gestern haben. Und weil ein Gap Close von oben ist ja eigentlich immer eher so, naja, ne, mit Vorsicht zu genießen, was irgendwie Long angeht. Ich muss kurz ein anderes Bild hier noch nehmen. Haben die irgendwie vergessen, die Kasse aufzusperren oder warum bleibt der Markt stehen? Passiert ja irgendwie gar nichts. Wir haben doch 9 Uhr, oder? Wir haben 9 Uhr, das ist korrekt. Aber da irgendwie, da passiert ja nichts. Haben mal kurz gezuckt und das war's. Was man natürlich noch im Auge behalten dürfte, wäre natürlich hier auf jeden Fall die 333, falls er jetzt da oben nicht direkt rausrennt. 333 wäre, ja, also hier über dem POC. Das ist schon ein bisschen tote Hose-Bewegung hier. Also 433 über dem POC. Was habe ich hier drin? Ach Gott, ja. Ja, das wäre halt die Geschichte hier. Das ist natürlich das letzte Tief. Das darf man natürlich schon im Auge behalten. Keine Frage. Ja, das sind hier die Supports und gleichzeitig hier die Abteilung in Blau. Aber dann sollte auch relativ schnell, es sollte noch was kommen und nicht irgendwie der Markt wie jetzt gerade hier irgendwie einschlafen. Also entweder, Dirk, hast du immer einen schlafenden Markt oder immer einen Markt, der vollkommen durchdreht. Ja, aber wirklich jetzt, ne? Das ist Guck ganz mal hier. komisch. Genau das Hoch irgendwie gerade erwischt. Also das ist doch irgendwie, das ist ja nicht mal ein einziger Punkt ist da oben nachgekommen. Das ist schon ganz schön abgefahren. Da ist es echt merkwürdig. Ja, ansonsten, also ich bin hier gerade gesehen mit einer ultrakleinen Position unterwegs. Von daher, die könnte ich jetzt hier verzehnfachen, wenn ich das wollte. Oder halt noch mehr. Aber mache ich jetzt erstmal nicht. Also hier, wie gesagt, die 333, das ist natürlich dann halt eleganter, die dann halt zu nehmen, beziehungsweise die, ist es die 333, die 340 hier und an der Stelle. Ne, also die im Blau, also letzten Endes einfach nur hier der Support. Oh, ich kann hier einfach mal zwei reingeben. Wie gesagt, das ist die kleinste Position, die ich hier je gehandelt habe. Aber gut. Also, mir geht es ja eigentlich nur darum, wie kommen wir jetzt irgendwo da oben hin, an die 425. Einmal raufschießen würde reichen. Und um dann halt mal zu sehen, ob wir da oben drüber kommen oder nicht. Aber wie gesagt, machen darf es dann dafür dann schon irgendwann. Ja, aber es ist echt so, ne, guck das doch mal an. Das letzte Mal irgendwie war er dann irgendwie 3 Minuten später, war das Ding schon, keine Ahnung, 100 Punkte höher, jetzt ohne Übertreibung. Wir sind da, glaube ich, in 25 Minuten ist das Ding, wie viel? 600 Punkte gelaufen das letzte Mal? Oder 500? Hab ich nie gesehen, DAX. Also nicht mal bei Crash-Zeiten. Doch da, ich glaube, einmal war das wirklich so bei dem Corona-Crash. Da ist das Ding halt tatsächlich dann auch solche Strecken gelaufen, ja. Aber nicht mal da hat er es geschafft, so einen großen Abstand zwischen Open und Close hinzukriegen. Das war nur letzten Dienstag. Ja. Ja. Das ist natürlich, naja, Position auf, genau hoch erwischt, nichts mehr. Das muss man erstmal hinkriegen. Das nennt man Talent. Ich sag's euch. Ja, kann ich mir Knoppers holen bis 9:30 Uhr, ne? Ja, das ist wirklich so.
Tag her. Ich krieg wirklich noch Paranoia. Ich weiß gar nicht, warum ich immer den DAX handle neuerdings. Ne? Ich habe ja vorher immer den Dow gehandelt um 9 Uhr und irgendwie hat es jetzt im DAX wieder eingependelt. Wahrscheinlich, weil ich so viel Böses über den DAX gesagt habe, kriege ich es jetzt immer wieder auf die Mütze von ihm zurück oder so. Das kann natürlich sein. Yes, das, Maria. Nix. Nix, Doc, nix. So, hier im M15 kann man sich ja auch mal irgendwie gerade angucken, wie da die Geschichte aussieht. Hier mal parallel, haben wir gerade sonst nichts zu tun. So, da haben wir halt irgendwie einen kleinen Aufwärtstrend. Ne? Natürlich kann man da jetzt halt einfach auch mal mit Fibos da auch mal rangehen und sucht sich da halt mal das letzte Low als Beispiel, beziehungsweise die 61 und die 76 aus. Und da sieht man halt hier auch die 61 mit 312. Ne? Also es wäre dann halt so genau das der Point of Control. Das wäre die 61, genau. Und 74 hat 76 hat unter den Lows, muss halt vielleicht auch nicht unbedingt sein. Ne? So, aber ich sag mal gucken, ob jetzt hier überhaupt noch irgendwas passiert. Was der Dow lief genauso bescheiden im Daytrading die letzten Tage. Nur Müll. Ja, das ist irgendwie der Markt. Ich weiß nicht, der ist momentan wirklich bisschen abenteuerlich. Anders kann man das irgendwie nicht sagen. Also ich find den sehr, sehr schwer, irgendwie gerade vernünftig zu greifen. Und wo dann halt eher wirklich so Reaktionslevels, ich mache mir hier noch einen dazu, sonst, wo dann eher so Reaktionslevels dann halt irgendwie funktionieren, aber halt alles andere irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwie Richtung festlegen, Timing festlegen, wahnsinnig schwer gerade. So, mal gucken, ob wir das jetzt hier wenigstens mal ein paar Punkte fortgesetzt kriegen. Aber jetzt wieder knapp so. Er läuft einfach nicht weiter. Es ist unglaublich, echt. Also ich muss hier leider ganz nochmal, ich habe noch was vergessen, nämlich die Future-Daten. Dafür muss ich aber hier kurz was anderes aufmachen. Eine Sekunde nochmal. So, und so, ich bin sofort wieder zurück. Zwar einmal hier die Future-Daten, FDAX machen wir hier mal dazu. Und dann haben wir hier wenigstens mal den POC und so weiter an der richtigen Stelle liegen. Und auch das Orderbuch, wobei das Orderbuch hilft uns, glaube ich, hier irgendwie nicht. Ach ja, ob wir noch einen Punkt kriegen? Spannend. Also erstmal, ne, so ist, ja, das sieht für mich jetzt long gerade mal nicht falsch aus, auch wenn jetzt gerade irgendwie so ziemlich gar nichts passiert hier, ne, aber ich meine, er drückt halt ja nach oben und hat oben auch noch irgendwie für meine Begriffe auch noch nicht fertig. Ne, auch hier, das ist das letzte Hoch, zumindest mal irgendwie bei der 390, 400, das sind ja gerade mal 20 Punkte. Schon spannend mit dem Webinar letzter Zeit. Florian, was sagst du? Nichts mehr, ne? Das gibt's nicht, oder? Ich, also, Das hat wirklich Comedy-Charakter langsam hier mit ja, dem. das ist schon, ist schon spannend auf jeden Fall. Zweimal gefühlt Vola Explosion und heute hast du gefühlt gar nichts drin. Nix. Naja. Hier 20-fache Position machen müssen und jetzt vielleicht Sinn ergeben. So, kam jetzt wenigstens einmal hier über die Blau da oben drüber. Das kann ja nicht dein Ernst sein, dass das nicht funktioniert. So, ich sichere den direkt ab. Ich habe keine Lust, den jetzt hier noch zu versenken. Also, so, hier kommt irgendwie was Größeres, was auch immer das heißt. So, einen nochmal raus. Wie gesagt, ultra kleine Position. Egal, aber ich will hier wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis haben. Ach ja. So, man kann natürlich auch hier, ne, man sieht es ja hier, die 67 Kontrakte, die halt hier drin liegen, ne, das ist natürlich jetzt erstmal so der größte Gegner hier im Feld.
Und kann man natürlich auch sagen, gut, geht mal erstmal raus, nimmt mal irgendwie die paar Punkte da halt mit, weil ob der jetzt hier oben drüber geht, keine Ahnung. Ne? Also wir stehen halt auch hier, das sieht man ja auch in der 3,7 hier oben bei der blauen Linie, stehen wir auch genau dran. Kann genauso gut sein, dass er jetzt einfach wieder runterkippt und dass wir dann doch mal auf der Unterseite eben die 61, die halt hier recht gut mit anderen Level zusammenkommt, die zuerst mal testen. Also 312 wäre das, ne? Also die Geschichte hier ist natürlich relativ tief. Sag mal, ja. So. Weil ich weiß ja nicht, ob der da oben drüber geht. Wenn man das handeln will, ja, und schnell genug ist, dann kann man natürlich auch irgendwie sagen, ja gut, dann packe ich den da oben drüber. Ne? Das heißt, aber dann muss der Markt wirklich schnell gehen. Also das ist dann halt nochmal eine andere Geschichte. Da würde ich auch nicht mit einer MIT arbeiten, sondern dann halt wirklich mit einer ganz normalen Stop-Order und die MIT nur für die Limits, damit man halt besseren Fill kriegt. Aber dann, wie gesagt, muss der da oben drüber. Weil wenn die gekauft werden, dann muss es einer wirklich mit Wumms machen. Und dann muss man schnell sein. Also das heißt, auch hier mit dem Stop, der muss dann auch echt eng sein. Das bringt sonst überhaupt nichts. Ne? Also bitte nicht nachmachen, weil ich nicht weiß, ob die ganze Geschichte hier funktioniert. Ich würde auch direkt hier den Stop auf Break-Even ziehen, also beziehungsweise nach 10 Punkten, wobei das ja heute eher schon zu viel ist, wenn er das da oben abschießt. Oder man geht hier eben halt manuell direkt raus, das heißt, oder beziehungsweise auch automatisch kann man auch machen, das sagt dann irgendwie nach 5 Punkten mit einem Punkt hinterher trailen, geht genauso. Ne? Aber er muss es wirklich schnell machen. So, das Ding ist höchstwahrscheinlich gekauft. Und jetzt muss es halt schnell gehen, ansonsten bringt es nichts. Ne? So, da sind wir auch. Zack, Trail direkt hinterher. Ja, gut. Wenn nicht mehr hinterher kommt, kommt halt nicht mehr hinterher, aber zum Scalpen hat es gereicht. Ne? Das heißt, weil wirklich so eine Geschichte, weil das ist entweder, wenn es eine Fake-Order ist, dann, die nur weggenommen ist, da liegen da ein paar falsche Positionen, da kommt da nichts mehr. Wenn so ein Ding aber wirklich gekauft wird und dann rauscht es dann halt auch mal ein paar Punkte mehr durch, ne? Weil es heißt, es muss ja dann irgendwie auch ein Händler da sein, der eine Nummer größer ist. Und deswegen kann man sowas dann direkt dahinter setzen. So, aber ne, wenn man da ein bisschen Luft jetzt gelassen hat, ist man noch drin und hat dann auch noch ein paar Punkte mehr. Aber wie gesagt, ich wollte es jetzt hier nicht ausreizen, aber das ist jetzt schon dann total in Ordnung, ne? So, von daher hat es doch, würde ich mal sagen, gepasst. Aber schnell, ne? Also ich glaube, das hat irgendwie keiner so wirklich mitbekommen. Aber das geht mit solchen Geschichten auch nicht anders. So, und hier oben nochmal ganz klassisch, ne, Limit Pullback. Das heißt, die würde ich aber auf irgendwie 2 Punkte dann wenigstens setzen, ja, beziehungsweise nicht zu hoch. Da ist ein Pivot, wir haben die 425. Das heißt, ich setze die auch auf die 425. Und dann halt mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ne? Also da halt nochmal ein bisschen Rücklauf. Und was dann halt weiter passiert, das, keine Ahnung, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Also generell will ich den Markt halt schon nach oben laufen sehen, aber das heißt ja nicht, dass er es jetzt unbedingt gleich in der ersten Viertelstunde wieder machen muss. Aber guck mal, schön, ne? Jetzt wo ich raus bin, kommen hier die langen Kerzen. Ist toll. Ach ja, das hat schon was. So, mal gucken, ob wir die hier kriegen. Und ob wir dann auch ein bisschen Limit Pullback Action hier sehen. So, ist noch jemand long dabei? Ist jemand auch long gegangen? Oder habt ihr euch gedacht, na, die Hilga, letzten 2 Male war schwierig, da gehe ich heute mal in die andere Richtung. War nicht noch drin. Ja, sehr schön. Das ist doch sehr schön. Das ist doch gut. So, und dann gucken wir, was jetzt passiert. Bin ich mal gespannt. Also generell auch hier so rein als Scalping-Punkte, ne? Auch hier ein Klassiker, der R2 liegt hier wirklich super, der Pivot liegt hier mit dabei, plus die 425. Noch dazu die letzten Highs. Und wir haben die 15 Minuten fertig. Das könnte funktionieren. Das könnte wirklich funktionieren. Noch ein kleiner Schuss nach oben und ich bin happy. Und dann einmal kurz rückwärts. Nicht umgekehrt, das wäre gemein. Wenn ich den jetzt nicht kriege, wegen hier 2 Punkten,
Und zu viel Luft holen sollte er auch nicht, weil dann ist die Gefahr zu groß, dass wir nach oben durchdrücken. So, was man hier sicherlich auch machen kann in der umgekehrten Richtung, das ist dann natürlich hier im M5 da oben. Ja, der ist ja halt auch long unterwegs im Trend. So, und das heißt, da kann ich natürlich auch einfach an der Eröffnung oder irgendwo in der Nähe von der vom Low von der letzten 5-Minuten-Kerze natürlich auch long gehen. Also für ein paar Punkte sollte das eigentlich drin sein. So, das heißt, hier noch ein bisschen Luft, 380 etwa. Das ist so da so. Ne? Das heißt, wir einmal hier einen Dip auch unter die M2, die so schön lang ist, wäre auch okay. Und dann halt nochmal ein paar Punkte rauf. Sicherlich auch legitim, das so zu machen. Wenn er die dann wirklich gerade bricht, dann ist es echt. Ja. Aber eigentlich sollte er versuchen, hier den M5-Trend, weil M15 hat er noch ein bisschen Zeit, den auch am Leben zu erhalten und fortzusetzen. Und darauf baut dann eben das auch auf, dass ich sage, das kann man hier unten eigentlich, könnte man schon machen. Und auch hier haben wir den letzten Peak hier oben auf der Seite genauso. Ja. Zeichne das mal kurz ein. Dieses jene halt. Ne? Ich mache es mal in gelb. Gold, wie auch immer, sieht man es ein bisschen deutlicher. Der passt halt auch dazu. Ne? Das heißt, einmal da kurz drauf aufsetzen, das ist schon noch völlig okay. Wäre auch hier unten kurz vor dem letzten Low, aber da muss natürlich schon relativ schnell was kommen. Wie gesagt, nur für ein paar Punkte. Reicht mir auch ehrlich gesagt. Dann mal sehen, ob das Ganze funktioniert. Nur einmal ganz kurz. Ich sage, wenn er durchfällt, ist es halt so. So, jetzt stehen wir aber hier genau an der Eröffnung. Kriege ich noch einen Punkt oder nicht nach unten? Ah, der Markt läuft halt merkwürdig, oder? Der steht so rum immer. Zuckt dann irgendwie in eine Richtung und dann steht er da sekundenlang irgendwie rum und es passiert gar nichts. Was ist das? Was ist das? So, komm, den mache ich jetzt mal so. So ein paar Punkte reichen hier ja schon. Einfach nur zum Scalpen. Drei Punkte waren es schon. Dann mal gucken, ob das gelingt. Finde ich es auch gut. So, passt doch. Ne? Hier Trail hinterher. Und dann mal gucken, entweder schießt er durch oder es gibt dann halt einfach nochmal 5, 6, 7 Punkte. Guck, schön. Der ist doch jetzt wirklich mal nice, ne? So, gut. So, weil ob der jetzt weitergeht oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war doch jetzt eine nette Nummer hier. Und dann jetzt halt hier gleich oben die 2,5, 4, 2,5 bin ich mal gespannt. Also was mir jetzt natürlich nicht gefällt, ist, dass der jetzt hier schon ordentlich tief den er halt genommen hat. Ne, aber das war auf jeden Fall jetzt einfach ein schöner kleiner Skype-Trade, sauber. Und so wie der Markt auch eigentlich das machen soll. Jemand mitgemacht? Tja, Leute, heute geht halt leider alles auf. Nachdem die letzte Mal halt eben nicht so war. Ist doch auch mal gut, oder nicht? Ja, kann man ja Auch mal mal sehen. warten. Ja. Ja, das ist halt, ne, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, man darf dann nicht paranoid werden, sondern muss da einfach locker bleiben und muss dann einfach die hunderte andere Male sehen, auch die Webinare ja genauso, ne, wo es dann halt eben dann eben nicht so war. Ja, 15 Punkte, ja, guck. Schön. So, weil, ne, also jetzt sind wir natürlich jetzt hier, also nochmal mit der 425. Ich gehe auch gleich nochmal
zum DAO rüber mit der 425. Ich weiß nicht, ob der das jetzt da oben irgendwie nimmt, überbietet oder eben nicht. Keine Ahnung. Ne? Das ist dann wirklich so die Stelle, wo man sagen muss, boah, okay, wenn man halt irgendwie von ganz unten drin ist, kann man ja einfach mal den Stop bisschen großzügig hinterherziehen, dann mal gucken, was passiert. Wenn man jetzt als Beispiel über hier irgendwo reingegangen ist oder so, ja, ist schwierig, ne? Weil hier oben, das ist schon klar, dass da halt jetzt die Grenze ist, wo es halt, ja, wo man jetzt einfach sehen muss, geht weiter oder geht nicht, ne? Und ein bisschen größer, ne? Einfach halt rein vom Zickzack-Trend, vom markttechnischen Trend her. Da kann man auch noch, wenn man unbedingt will, ne, kann man es auch noch irgendwie diagonal irgendwie auch noch hier ziehen. Und auch wenn einem das besser gefällt. Gut. Bin da jetzt nicht so ein Freund davon, weil das irgendwie halt dann alles schon so ein bisschen zu linear für meine Begriffe von der Betrachtung ist. Und bin ja dann eher so horizontal orientiert. Aber passt natürlich ja dann genauso hier rein. Ne? Ist klar, es ist einfach nur, wäre nur kein neues Hoch, wenn wir jetzt hier irgendwo dran scheitern, aber der kann hier schon durchstechen und dann halt darunter. Oder wenn er das Ding eben knacken will, dann muss er halt logischerweise hier drüber. So, das heißt, da wären wir nochmal eine Etage höher bei der 470. Deswegen sage ich auch hier mit der 425, der kur so kurz davor gebremst, schwierig, wenn jetzt hier nochmal mit Luft da irgendwie dagegen gehauen wird. Dann können wir noch, natürlich auch gleich hier oben hinlaufen auf die 460. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Ne? Und da muss man halt die hier nochmal machen. Das heißt dann auch immer noch nicht, ob das dann hält oder nicht. Ne? Also das ist hier einfach so die Zone, wo ich es halt für sehr, sehr schwierig halte, jetzt irgendwie noch vernünftig einzuschätzen, was da halt passiert und was nicht. So, ne? Weil er drückt ja schon wieder oben rum. Das ist ja so weit erstmal alles richtig. Die 61 übrigens von der Bewegung, die wir zuerst hatten, wäre bei der 440. Das heißt, man kann natürlich auch, das ist aber dann halt so ein bisschen Ratespiel. Man kann natürlich auch einfach irgendwo hier oben drüber die Order setzen und dann halt gucken, ob man halt den Stich da oben raus halt dann erwischt, ne? Wie komme ich auf 14? Auf die 425? Ja, das ergibt sich bei mir natürlich ja aus dem Blog und aus der Live-Chart. Ne? Das heißt, das ist jetzt kein Level, das jetzt irgendwie da seit heute ist. Das steht auch halt schon ein bisschen länger. Und ich weiß gar nicht, wie lange das schon da steht. Und der Markt hat halt schon so die Angewohnheit oder die Händler, die den Markt da ackern, halt immer wieder auch die gleichen Punkte. Die gleichen Entries halt zu nehmen. Und deswegen halte ich Linien auch immer sehr, sehr lange am Leben. Und die 115 weiß ich jetzt nicht, woher die jetzt bei dir kommt, aber trotzdem passt es ja zusammen. Ne? Wir reden hier über 10 Punkte Unterschied. Und bei mir ist aber das Ding eigentlich eher das, weshalb es, wo es eher auf die Genauigkeit ankommt, ist dann beim Stundenschluss. Nur das ist ja halt immer der Ansatz, dass ich halt sage, ich brauche einen Stundenschluss da und dann habe ich halt nach aller Wahrscheinlichkeit die und die Folgereaktion. Ne? So, jetzt aber hier bei der reinen, wenn man jetzt rein reaktiv hier handeln will, ne? Also jetzt hier zum Beispiel den Abpraller, so an der 2,5, ne? Sieht man ja, geht hier gerade ein Stück durch. So, und dann würde ich jetzt die Order da oben, sieht man jetzt auch, ein Stück höher setzen, nämlich unter die Dicke hier oben. Und dann sehen, ob wir hier Limit Pullback Rücklauf kriegen oder halt eben nicht. Ne? Und wenn wir jetzt hier durchschießen, dann bin ich auch schnell genug, die Order sogar noch zu löschen. Da kann man schon mal den Finger schon mal drauf halten. So, aber grundsätzlich ist es erstmal richtig. Ja gut, das war jetzt ein Punkt Rücklauf, war natürlich jetzt ein bisschen gemein, aber generell bin ich jetzt hier erstmal auch ein Stück weit höher drin. Ne? Nur hier meinte ich ja, das ist natürlich jetzt so, eigentlich ist es aber ganz okay. Auch wenn der jetzt halt hier irgendwie nicht funktionieren sollte. Das ist in Ordnung. So, aber hier habe ich jetzt erstmal, hänge ich an im M15 da oben dran, ne, an der 61, das ist die Fortsetzung von der Geschichte eben.
Und von daher, das ist schon noch okay. Nur muss er jetzt nicht unbedingt direkt hinterher schieben. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann mal sehen. Ja, weil wir hängen halt hier im H1 ganz klar an den Hochs dran. Ich weiß nicht, ob das hier weitergeht. Deswegen ist das hier so ein bisschen tricky. Wichtig ist für mich eigentlich eher hier bei dem ganzen Live-Trading und bei der Betrachtung, das, was ich um 9 Uhr oder um Viertel vor 9 ja schon gesagt habe, wo es halt relevant ist und wo der Markt eigentlich, wo man den hinbegleiten kann. Und das ist eben die 425 und da stehen wir gerade schon irgendwie 20 Punkte drüber. Und weiter weiß ich nicht. Ne? So, aber das passt für mich. Also wie gesagt, auch wenn der jetzt hier fliegt, ist nicht schlimm. Ich glaube, wir haben ja, die anderen waren ja alle recht ordentlich, die Trades davor. Ich würde auch hier sogar, wenn der jetzt irgendwie auf die Idee kommt, schnell zu gehen, auch hier direkt raus oder sogar halt hier versuchen, mit einem kleinen Verlust rauszugehen, wenn jetzt nicht irgendwie bald was kommt hier. Aber die 425 von oben, die hätte ich natürlich schon ganz gerne. Und dass er da jetzt nicht einfach durchläuft. Ja, da irgendwie nicht so wirklich Lust drauf, ne? Also. Mal gucken, was man hier natürlich auch machen kann. Das ist dann halt hier den TI-Trail. Das heißt also, wenn er anfängt, in irgendeine Richtung zu zucken, den Trail sofort manuell dahinter. So halt, ne? Kann man machen. So, okay, 4 Punkte, gut. Ist egal. Es kann immer noch sein, dass der hier komplett dreht, aber mir ist ja so ein bisschen hochgelaufen und ich habe ja vorhin die Limit Pullback war ein Punkt falsch, ein Punkt zu tief eingestellt, sonst wäre ich ja da ganz oben reingekommen. Genau in die Zuckung bin ich da halt rein. Aber trotzdem immer noch deutlich besser als die ursprünglich gedachte 425. Und aber insgesamt steckt der mir da oben wirklich einfach zu weit drin. Ne? Und deswegen hatte ich ja vorhin noch gesagt, da oben weiß ich nicht. Ne? Also hier die Diagonale sieht man auch, das ist nicht unbedingt hilfreich. Ne? Was aber halt auf jeden Fall richtig ist, ist halt diese Hochs an sich zu betrachten. Ne? Einmal, zweimal, ne? Die Geschichte hier. So, und hier sieht man ja, da steckt ja einfach viel drin. Ne? So, jetzt hat er doch noch, sieht man ja gerade die 425 von oben gemacht. Die hätte ich, habe ich ja vorhin gesagt, die hätte ich gerne, aber ich muss jetzt auch nicht erzwingen, dass es irgendwie. Ich sag mir, alles ein bisschen zu hoch gelaufen hier. Ne? Ist aber jetzt einmal genau drauf aufgesetzt und da sieht man es ja auch. Ne? 425, 425. Genau dort haben wir jetzt auch die erste Reaktion. Das passt schon. Gut, so, ganz kurz nochmal. Hier kurz nochmal was. Huch, ja, doch, richtiges Bild auf jeden Fall. So, zeigen wir das gerade mal. Nochmal hier. Also, ich glaube, das kann man ja dann irgendwie auch für okay befinden, was wir dann halt hier jetzt irgendwie fabriziert haben. Ne? Also 17 Punkte, 3 Punkte, 13 Punkte, 4 Punkte. Das war's. Gut. 4 Trades in Summe dann 30, 33, ja, 37 Punkte. So, wie gesagt, ja, hier oben, ne? Weil wir haben vor allen Dingen jetzt irgendwie 9:30 Uhr und der Markt hat ja auch schon mal gerne die Angewohnheit, irgendwie um 9:30 Uhr komplett umzudrehen und irgendwie alles neu zu mischen, alle Karten. Von daher, ja, also Empfehlungen darf ich ja eh keine geben. Ne? Ich sage nur mal so, wenn ich da unten irgendwo reingegangen wäre und wäre jetzt hier noch long, ich würde jetzt langsam dann mal anfangen, den Stop irgendwie in die Nähe vom Kurs zu bringen und nicht unbedingt abzuwarten, bis er mich komplett über den Haufen gefahren hat. Gut, so, dann gucken wir mal nochmal zurück aufs Bild, aufs große Bild. Wie wir da mittlerweile stehen. Hier sieht man es natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen deutlicher. Ne? Ich glaube, hier unten müssen wir nochmal ans Addon ran. Da fehlen irgendwie gerade die Buttons. Das ist heute hier so der erste Live-Einsatz. Timo, falls du da bist. Und dann siehst du das ja auch. Also hier, ne, sieht man jetzt 9:30 Uhr.
Jo, aus Short rausgehen war erstmal gut, so wie ich das sehe. Und es kann natürlich jetzt wirklich sein, dass die das Ding einmal nach oben komplett wegdrücken und dann ist der Fall halt erledigt, ne? Und dann laufen wir eben halt auch auf die 14.800. Das Miese ist aber echt, ne? Das muss man jetzt wirklich mal sagen, ne? Also ich, als ich hier den Long aufgemacht habe, das Ding kein Millimeter bewegt. Und jetzt drehen wieder alle völlig durch. So. Das wären halt 100 Punkte gewesen, ne? So, über 100 Punkte. Jetzt kommt es dann halt. Jetzt, wo ich flat bin, geht natürlich die Luzi ab. Mich wundert nur, dass er nicht komplett nach unten kippt, weil ich ja Short aufgelöst habe. Das ist natürlich das Erstaunliche. So, im DAU passt das auch, glaube ich, was ich um 9 gesagt habe. Also zumindest mal von dem, was man jetzt als Tendenz erstmal erkennen kann, ne? Wo ich ja halt auch meinte, hier unten gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Da nochmal irgendwie drunter, der könnte eigentlich direkt hier rauflaufen und hier oben halt auch an das kleine Gap. So, hier hat ja vorhin einer gefragt, ob ich den D1 mal freigeben kann. Das kann ich machen im DAX für, zumindest mal fürs Webinar jetzt hier. Ja, kann man sich ja da mal angucken. Also wie gesagt, wenn ihr das Live-Chart-Add-on habt, auch ohne Lizenz, dann könnt ihr immer, wenn ich so einen Chart mit hier, mit dem grünen Ding hier freigebe, auch dann bei euch in Echtzeit live dann auch sehen. Wie gesagt, ohne Lizenz. So, und DAU kann ich es auch mal gerade machen. Hier auch mal drauf. Ja, und das ist dann der Ton im Hintergrund, der dann auch bei euch kommt, wenn das Bild sich aktualisiert hat. Also, ich glaube, hier vom Daily muss man jetzt nichts mehr hinzufügen. Da habe ich ja gerade vorhin schon alles gesagt auch. Was hier natürlich noch wichtig ist im DAU, das habe ich noch gar nicht aktualisiert, sehe ich gerade. Das ist hier das Gap. Ne? Das war auch dann der Punkt, wo er gestern mal hier kurz drangegangen ist. So, das ist natürlich schon beim DAU immer so ein ja, Magnet tatsächlich. Ne? Hier gebe ich auch mal kurz, aktualisiere ich mal kurz. So, das heißt, dort müsste es natürlich dann nochmal drüber, aber das ist auch jetzt der einzige nächste relevante Punkt. Dazwischen ist halt nicht wirklich irgendwas. Ja? Also der kann halt immer irgendwie, wenn man im H1 unterwegs ist, muss man immer irgendwie so, finde ich, die Kerze davor im Auge behalten. Das heißt, der könnte auch durchaus, ja, wenn er unbedingt will, ja, wenn es irgendwie eine Schweinerei macht, einmal dahin und dann halt wieder hasta la vista. Ja? Solange es in der gleichen Stunde stattfindet, alles gar kein Problem. Da muss man halt immer irgendwie ein bisschen mehr Toleranz mitbringen, wenn man den H1 irgendwie handeln will. Ne? Ein bisschen mehr Luft einfach. So, ich sage aber nicht, der läuft jetzt so, sondern ich sage nur wenn. Ne? Aber generell hier oben, ja, das Gap, das ist natürlich, das ist einfach das letzte Hoch und das gilt es natürlich zu knacken, zumal es halt eben ein Downgap ist und dann wird man sehen, ob der Weekly aufgeht oder nicht. So, aber den kann ich jetzt irgendwie, finde ich jetzt auch nicht irgendwie irgendwas zu handeln. Kann da irgendwie nichts erkennen. Ja, interessant hier unten. Das ist immer irgendwie. Okay, werden wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern. Also wie gesagt, das Add-on ist jetzt gerade irgendwie im ersten Test raus und wird aber demnächst noch offiziell kommen, aber nur, dass man es mal gesehen hat. So, H1, ja, hier geht es schon ziemlich ab. Und hier war irgendwie nur mal kleiner, ne. Okay, also, mehr kann ich dem jetzt gar nicht hinzufügen auch. Ich glaube, vom Trading war das recht in Ordnung. Florian, wenn du nichts dagegen hast, würde ich hier eigentlich tatsächlich, weil es kommen auch irgendwie keine großartigen Fragen und von daher, und ich glaube, den Markt habe ich ja auch soweit fertig erklärt und man hat ja auch zumindest gesehen, dass das irgendwie jetzt nicht irgendwie Quatsch war, sondern dass ja alles auch passt soweit erstmal. Alles gut. Hallo. Dann würde ich mir nämlich erlauben, hier an der Stelle wirklich dann auch dicht zu machen und dann war es eine knapp verlängerte Schulstunde. Und das finde ich schon, ich finde das vom Timing eigentlich eh immer so viel sympathischer. 45 Minuten, so wirklich. Das ist so perfekt, irgendwie, wo dann so die persönliche Aufmerksamkeits maximal Gehirndisposition dann auch langsam ausgereizt wird. Von daher
finde ich das immer ganz angenehm, wenn man das halt nicht unbedingt jetzt auf eine Stunde oder mehr strecken muss. Also, wenn ihr auch alle einverstanden seid und da irgendwie keiner irgendwie was dagegen hat, dann würde ich nämlich sagen, geht doch mal raus, schnappt euch einen Kaffee, setzt euch in die Sonne. Wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, werde ich nämlich dann jetzt auch tun. Und dann machen wir hier einfach das Ding dicht mit 37 Punkten waren es, ne? Ja, 4 Trades, alle aufgegangen. So, das ist doch zumindest mal sauber den Paranoia-Trend von den letzten beiden Aktionen hier gebrochen. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr da gewesen seid, so zahlreich und auch hier schönes Feedback gegeben habt. Und ja, wie gesagt, genießt den Tag, passt auf euch auf. Ich freue mich aufs nächste Mal, das ist noch ein bisschen hin. Das nächste Mal müsste tatsächlich das NFP sein, ist aber übernächste Woche. Ne? Und bis dahin, glaube ich, haben wir gar nichts. Ja, das kommt hin. Das könnte tatsächlich sein, ne? Ja. Yep. Gut, ja, dann Florian, auch dir Dankeschön. Und gerne. schöne Grüße in die Runde, ne? In Ratingen. Bestimmt. Ich freue mich bis aufs nächste Mal. Gut. Ich danke dir. Ja, heute ja mal tatsächlich trotz erst wenig Wohler, dann am Ende doch noch was geworden. Von daher gutes Webinar. Vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie so aktiv und so lange dabei geblieben sind. Und von daher würde ich sagen, bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf, Sonne genießen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.